Ein Kreuzworträtsel kann eine sehr gute und auch sehr einfache Art der Überprüfung sein. Und zwar habe ich hier schon mal ein Kreuzworträtsel erstellt, beziehungsweise von Moodle erstellen lassen. So sieht die Geschichte dann aus. Klicken Sie auf eine Wortlücke, ich kann also irgendwo hinklicken und dann kommt eine Erklärung. Dritter Planet ist Erde, Mars. Mars, okay. Was ist das hier? Zwergplanet, früher der neunte, ah, das ist Pluto. Alles klar. Gebe ich dann ein. Dann kann ich das Ganze prüfen lassen. Ich kann es nebenbei auch ausdrucken. Ah, okay, prüfen lassen. Pluto stimmt. Mars hat nicht gestimmt. Der dritte Planet ist also gar nicht Mars. Okay. Naja, Prinzip ist klar. Ich habe hier wild zusammengemixt ein Kreuzworträtsel und unten habe ich Beschreibungen dazu. Wie baue ich mir das jetzt selber und woher kommen die Beschreibungen? Die muss ich nämlich spaßigerweise nicht selber bauen, sondern ich zeige es gerade mal. Also Material oder Aktivität anlegen, Kreuzworträtsel, was im Übrigen für meine Begriffe das Sinnvollste der Spiele ist. Also ich gebe dem ganzen Namen, ich möchte es mal Astronomie nennen und dann sehe ich jetzt hier schon, woher, was ist meine Fragenquelle und dafür kann ich perfektes Glossar benutzen. Beim Glossar sollte man dann allerdings darauf achten, dass man das Wort, das gesucht wird, nicht auch in der Beschreibung verwendet. Das kann man bei Fremdwörtern überlegen oder bei anderen Sprachen überlegen, ob man das Verb mit dem Nomen erklärt. Dadurch wird die Sache natürlich relativ einfach. Genau, also Glossar würde ich benutzen, Fragen oder Test, dann muss man mit Fragekategorien arbeiten, das ist ein bisschen komplexer. Wenn man Glossar benutzt, dann werdet ihr sehen, ich habe hier den Namen eingegeben, dann jetzt Glossar. Das Einzige, wo ich jetzt noch überlegen kann, ist Kreuzworträtseloptionen. Da kann ich was machen, zum Beispiel Leerzeichen erlauben oder eine Höchstzahl, Minimalzahl. Das ist vielleicht was, wo man dran rumspielen kann. Ansonsten ist durch hier diese Einstellung von Glossar das Ding schon fertig. Dann gehe ich auf Speichern und Anzeigen und schaue mir an, wie das dann aussieht. Gehe auf Spiel starten. Und schupp, dann sieht es so aus. Ich habe wohlgemerkt das gleiche Glossar benutzt wie bei meinem Beispielrätsel, aber das wird jedes Mal neu generiert. Und so einfach kann man Glossar zur Überprüfung von Wissen einsetzen. Denn falls euch interessiert, wie man Glossar überhaupt baut, dann seht ihr das jetzt hier am Ende des Videos in einer der Beschreibungen.